Kartoffelsalat. Was ist denn hier los? Fresse! Hey, es ist 4 Uhr morgens. Oh scheiße, Sonntag 4 Uhr morgens. Es ist unglaublich, wie still das ist. Wir kommen in Vesselbur an. Ich bin jetzt im Parkhaus angekommen und es ist total gruselig, weil hier ist keine Sau. Es ist total still. So beginnen doch immer die Horrorfilme, oder? Ich glaube, ich gehe mal ganz schnell zum Bahnhof. Habe ich jetzt alles? Scheiße, ich vergesse immer irgendwas. Es ist ganz egal, was. Entweder, weil ich habe mein Portemonnaie, das ist das Wichtigste. Autoschlüssel habe ich. Müsste alles sein. Also, mal schauen. Einen wunderschönen guten Morgen. Personalwechsel, Ihre Fahrschein bitte. So, ich bin jetzt einmal durch ganz Deutschland gefahren und sollte jetzt abgeholt werden. Ich bin jetzt in Würzburg und ich glaube... Ich hole dich ab. Er holt mich ab. Genau. So kann man sich auch finden. Zufälle gibt's, ne? Hi. Ich bin im Aufenthaltsraum und guckt mal, da unten kann man schon einige Leute sehen, die warten. Ich müsste eigentlich auch gleich zur Probe. Vielleicht soll ich mal runtergehen. Oh, ich glaube, ich hätte schon lange unten sein sollen. Bist du aufgeregt? Ich bin wirklich gar nicht aufgeregt. Gar nicht, wirklich. Komm. Ich bin so ein ganz bisschen vielleicht. Da draußen sind 15.000... Genau, also nee, Menschen. Es sind 1500. Naja, es sind auch Kinder, es sind ja keine Menschen. Ja. Direkt, das sind ja... Naja, das ist ja what? Oh. Ich war eben unten, Stimmung ist nicht so gut. Ja, ist scheiße. Aber vielleicht Stimmung... Ich glaube, es lag aber auch in dir, weißt du? Wir beenden das jetzt hier. Das wird laut. Ich glaube auch, dass es relativ laut wird. Guck, da ist schon Panik da unten. Soll ich mal auf die Bühne gehen und sagen, die Loch sind krank? Einfach so zum Spaß. Wir haben es mal gemacht, wir haben es mal auf die Bühne gegangen, also Sven, Kollege von uns, ist auf die Bühne gegangen, hat gesagt, ja, tut mir leid, geht da durch, die Loch sind gerade gestorben. Die sind gestorben? Manche haben es an uns wirklich ernst genommen. Das war ein bisschen, ja. So ein kleiner Witz. Die Loch sind gestorben. Ich muss mich ja, eine Beschwerde habe ich ja noch, ne? Mhm. Es ist ja alles toll und so, also ja. Ich bin auch gerne bei euch am Film. Bruder Faluda, der, wann kommt der in die Kinos? Mal kurz Werbung. Wahrscheinlich an Weihnachten. Wahrscheinlich Weihnachten. Ja. Ich werde sowieso rausschneiden. Nein. Geht den Kartoffelsalat am 23.07. im Kino. Stimmt, sogar am 23.07. Du wusstest sogar. Nein, ich hatte ja keine Kabine mehr. Ich musste mich jetzt mit den Cheerleadern umziehen. Normalerweise freut man sich dann darüber. Ja, tu ich auch. Ich bin hier der Techniker, wie man sieht. Ist alles nicht angeschlossen. Ich habe eine Mütze auf, die mir nicht steht. Aber ich sehe wichtig aus, weil ich bei diesen Sachen hier stehe. Oh, sie ist nervös hier hinten. Sie muss gleich auf die Bühne laufen. Wie sieht's aus? Angst? Ja. Nervös? Mega. Und du? Ich muss ja nichts machen. Was soll ich machen? Sandra nachsprechen! Sandra nachsprechen! Ja! Ja, als erstes, los. Ja, wie macht Sandra immer? Die kennt Sandra gar nicht, die kennt Sandra gar nicht. So, der Tag ist so gut wie rum. Jetzt geht's in die Heimat zurück. Aber Würzburg ist schön. Ich meine, ich habe zwar nicht viel gesehen, aber es ist warm hier. Das ist auf jeden Fall besser als im Norden. Jetzt geht's nach Hause. War ein sehr lustiger Tag. Ich werde ungefähr um 0 Uhr zu Hause sein. Um 5:30 muss ich wieder aufstehen und mit den Kindern spielen und mich beschäftigen. Es wird lustig. Oh, es ist so warm hier. Es ist richtig geil. War auf jeden Fall cool hier. Hat Spaß gemacht. Jetzt hoffe ich, dass mein Zug pünktlich kommt. Ah, ich lese gerade 5 Minuten Verspätung, alles klar.